in den von Gaslicht durchzogenen Korridoren der viktorianischen Zeit, die von 1837 bis 1901 reichte, füllte eine deutliche Spannung die Luft, eine Spannung, die aus strengen gesellschaftlichen Normen, moralischer Rechtschaffenheit und den erstickenden Korsetts gesellschaftlicher Erwartungen gewoben war. Willkommen im komplexen Theater des viktorianischen Werbens und Flirtens, einem Bereich, in dem Anstandsdamen wie immer wachsame Wächter lauerten und der Austausch eines bloßen Blicks mit vielen Bedeutungsebenen behaftet war. Stellen Sie sich vor, Sie wären im Salon eines prächtigen Londoner Stadthauses, vielleicht einem ähnlichem wie das von Charles Dickens, dem Chronisten der viktorianischen Gesellschaft. Könnten Sie sich an den komplexen Tanz der Etikette halten, der das Leben von Männern und Frauen während des Werbens beherrschte? Stellen Sie sich vor, wie schmerzhaft es wäre, heimliche Blicke auszutauschen, aber jeglicher Form von körperlichem Kontakt verboten zu sein. Wenden wir uns nun der Hochzeitsnacht zu, einem Thema, das schon immer sowohl Faszination als auch Schrecken hervorgerufen hat. Trotz aller Reinheit und Keuschheit, die die viktorianische Zeit nach außen hin vertrat, war die Hochzeitsnacht oft ein düsteres Schauspiel für die unerfahrene Braut. Angesichts des Mangels an sexueller Bildung in diesem Zeitalter betrat so manche Braut wie Effie Gray, die unglückliche Ehefrau des berühmten Kunstkritikers John Ruskin, das Ehebett mit Furcht, nur um sich als Opfer einer albtraumhaften Unwissenheit wiederzufinden. Es wurde sogar gesagt, dass Ruskin, abgestoßen von der Realität der Anatomie seiner Frau, die Ehe nicht vollzog, was letztlich zu ihrer Annullierung führte. Mark Twain, dessen Witz oft die Anmaßungen seiner Gesellschaft durchstach, bemerkte: Liebe scheint das Schnellste zu sein, ist aber das Langsamste aller Wachstumsprozesse. Wie viele Viktorianer, die von den schnellen Wirbelwinden der Werberituale verzaubert wurden, fanden sich später damit konfrontiert, dass die Liebe nicht so vertieft hatte, wie sie es erhofft hatten, begleiten Sie uns, wenn wir diese labyrinthische Zeit durchqueren und die verwickelten Sitten des viktorianischen Werbens sowie die beunruhigenden Realitäten, die unter den ehelichen Laken lauerten, beleuchten. Willkommen im Tagebuch von Julius Cäsar. Hochzeiten, Geldbeutel und das Gewicht der Gesellschaft. Das komplexe Geflecht viktorianischer Ehen. In den kerzenbeleuchteten Salons des viktorianischen Englands entfaltete sich ein komplexes gesellschaftliches Ballett. Im 19. Jahrhundert, besonders unter der Herrschaft von Königin Victoria von 1837 bis 1901, war die Ehe nicht nur ein Bund zwischen zwei Seelen, sondern ein kritischer gesellschaftlicher Vertrag, der Status, Vermögen und zukünftige Abstammung bestimmte. Die romantisierte Vorstellung von Liebe, die wir oft mit dieser Epoche in Verbindung bringen, gefüllt mit heimlichen Blicken und poetischen Briefen, wurde oft von pragmatischen Notwendigkeiten überschattet. Als Charles Darwin 1838 seinem Cousin Emma Wedgwood berühmt den Antrag machte, tat er dies mit einer selbst erstellten Liste von Vor- und Nachteilen. Die Ehe war für ihn und viele seiner Zeitgenossen ein Unternehmen, das Gesellschaft versprach, aber auch ernsthafte Überlegungen zu sozialen und finanziellen Konsequenzen verlangte. Selbst Darwin, so geschickt darin, die Komplexität der natürlichen Auslese zu umreißen, musste das soziale Labyrinth der Ehe durchschauen. Mein Gott, es ist unerträglich daran zu denken, sein ganzes Leben wie eine geschlechtsneutrale Biene arbeitend, arbeitend und am Ende nichts zu haben, sinnierte er in seinen persönlichen Notizen. Keine skandalöse Affäre, keine Liebe auf den ersten Blick. Darwins Antrag an Emma war eine überlegte Entscheidung. Die Gesellschaft selbst schien als Heiratsvermittler zu fungieren. Die Londoner Saison, meist zwischen Ostern und Ende Juni, diente als ultimativer Heiratsmarkt. Debütantinnen, frisch aus ihrem Coming-out, wurden bei Bällen, Opern und hochkarätigen Abendessen zur Schau gestellt. Eifrige Mütter, die Tanzkarten fest im Griff, verhandelten hinter Schichten aus Seide und Spitze in der Hoffnung, dass ihre Töchter Männer von Status und Vermögen anziehen würden. Die Kunst des Matchens war eine verfeinerte Fertigkeit, die sogar von erfahrenen Heiratsvermittlern wie Frau Charlotte Chummy Palmer Tomkinson beherrscht wurde, einer High-Society-Dame, die mit ihrer beeindruckenden Erfolgsquote B ihren Heiratsvermittlungsversuchen prahlte. Wir dürfen das finanzielle Gerüst, auf dem diese Verbindungen gebaut wurden, nicht übersehen. Das Einkommen eines Mannes und die Mitgift einer Frau
wurden genauso genau unter die Lupe genommen wie ihre familiären Hintergründe. Das Konzept der Heiratsvereinbarung beinhaltete rechtliche Dokumente, die von Anwälten, Eltern und manchmal sogar vom Klerus geprüft wurden. Mitgiften waren wie die Geschäftsinvestitionen des Tagesportfolios, die für maximalen sozialen und wirtschaftlichen Nutzen ausgeglichen werden mussten. Als Jane Austens Herr Darcy in Stolz und Vorurteil erklärt, vergebens habe ich gekämpft. Es wird nicht gehen. Meine Gefühle werden nicht unterdrückt. Sie müssen mir erlauben, Ihnen zu sagen, wie leidenschaftlich ich Sie bewundere und liebe. Müssen wir uns daran erinnern, dass seine Leidenschaft auch mit der finanziellen Stabilität von 10.000 Pfund pro Jahr einhergeht, eine Summe, die der Bennett-Familie nicht entging. Und vergessen wir nicht die neugierigen Etikette-Handbücher wie Mrs. Betons Buch über Haushaltsführung oder die Gewohnheiten der guten Gesellschaft, die akribisch darlegten, wie man sich in diesem komplizierten Bereich bewegt. Diese Bücher waren nicht nur darüber, welche Gabel man beim Abendessen verwenden sollte, sie lieferten das Gerüst dafür, wie man sich während der Werbung verhält, wie man die Eignung eines potenziellen Ehepartners einschätzt und die Kunst des klugen Gesprächs, das sowohl anziehen als auch bewerten soll. Wächter der Tugend, die stille Wache der viktorianischen Anstandsdame. Im labyrinthartigen sozialen Gefüge des viktorianischen Englands stand oft eine Figur, fast unsichtbar, doch tiefgreifend wirkend, die Anstandsdame. Dieser unaufdringliche Wächter schwebte wie ein diskreter Wächter, beobachtete die Choreografie junger Liebe mit einem Adlerauge. Stellen Sie sich eine junge Frau in ihrem prächtigsten Kleid vor, wie sie in einen Ballsaal tritt, beleuchtet von glänzenden Kronleuchtern. Jedes Kristall reflektiert die flackernden Kerzen. Ihre Augen könnten denen eines gut aussehenden jungen Mannes im Raum begegnen, doch bevor ihre Seelen es auch nur wagen könnten, sich zu engagieren, muss die Anwesenheit der Anstandsdame anerkannt werden. Die Ursprünge dieser sozialen Wächterin können auf die komplexe Dynamik einer Gesellschaft zurückgeführt werden, die besessen war von Tugend, Anstand und der Vermeidung von Skandalen. In den Worten der viktorianischen Moralistin Sarah Stickney Ellis, die eine Reihe von Haushaltsanleitungen verfasste, darunter die Frauen von England, war der Ruf einer Frau ihr wertvollster Schatz, der um jeden Preis geschützt werden musste. Ellis war nicht allein mit ihren Gefühlen. Viktorianische Schriftsteller wie Mary Sherwood in »Der Spiegel der Jungfrauen« äußerten ähnliche Ideen, mit ganzen Kapiteln, die der angeborenen Bescheidenheit gewidmet waren, die von Frauen erwartet wurde. Die Ballsäle waren nicht das einzige Territorium der Anstandsdame. Ob es ein Nachmittagsspaziergang, ein Besuch in der Oper oder sogar ein scheinbar unschuldiger Tag im Park für ein Picknick war, die Anstandsdame bewahrte eine gedämpfte, aber standhafte Präsenz. In einer Ära, die die leidenschaftlichen Verse von Lord Byron verehrte und über die tragische Liebe in Charlotte Brontes Jane Eyre schmachtete, war die Anstandsdame der Realitätscheck gegen den Rausch von Liebesdummheiten. Eine junge Frau konnte kaum eine Veranstaltung besuchen, ohne die Begleitung einer zuverlässigen Anstandsdame, oft eine weibliche Verwandte, eine verheiratete Freundin oder manchmal sogar ein männliches Familienmitglied. Die Rolle der Anstandsdame wurde so verankert, dass sie in der Literatur der Zeit prominent vertreten war. In Jane Austens Emma dient Miss Bates als unwissende Anstandsdame für ihre Nichte Jane Fairfax, wenn auch eine weniger wirksame. In Edith Whartons Zeitalter der Unschuld planen die Wellands sorgfältig das Debüt ihrer Tochter May und sorgen für eine stetige Zufuhr von zuverlässigen Anstandsdamen, um den kleinsten Hauch von Skandal zu vermeiden. Und wer könnte Lady Bracknell in Oscar Wildes Bunbury oder Ernst sein, ist alles vergessen, die die Anstandsbeaufsichtigung auf eine völlig neue Ebene der Überprüfung hebt. Historisch gesehen hatte die Praxis ihre Wurzeln in früheren Zeiten, erreichte aber während der Herrschaft von Königin Victoria ihren Höhepunkt. Die Anstandsbeaufsichtigung wurde fast zu einer Kunstform mit komplizierten Regeln, so nuanciert wie die Codes des mittelalterlichen Rittertums. In den 1840ern veröffentlichte ein Londoner Magazin sogar scherzhaft ein Gesetz zur Entlastung von Anstandsdamen, einen satirischen Blick darauf, wie wesentlich diese Wächter für öffentliche Veranstaltungen geworden waren. Diese sorgfältig entworfene Scheingesetzgebung legte eine Reihe von komödiantischen Pflichten fest, die von Anstandsdamen erwartet wurden, und erfasste die öffentliche Faszination und manchmal auch den Ärger über diese Institution.
Es ist verlockend, die Anstandsdame als ein archaisches Relikt repressiver Zeiten zu betrachten, aber das würde die subtile Macht übersehen, die sie ausübten. In einer Welt, in der der Ruf einer Frau durch eine einzige Indiskretion gemacht oder zerstört werden konnte, diente die Anstandsdame als Bollwerk gegen die Fluten des gesellschaftlichen Urteils. Diese Wächter, oft unterschätzt, spielten eine so zentrale Rolle, dass ihre Abwesenheit den Lauf des Lebens einer jungen Frau ändern könnte. So standen sie da, immer wachsam, immer auf der Hut und führten junge Herzen durch die labyrinthartigen Korridore des viktorianischen Gesellschaftsdramas. Das stille Ballett der Liebe. Ein Tanz aus Fächern, Verbeugungen und unausgesprochenen Regeln in der viktorianischen Brautwerbung. Im großartigen Geflecht der viktorianischen Gesellschaft, in dem Worte oft vorsichtig gewählt und Handlungen mit akribischer Sorgfalt gemessen wurden, glich die Kunst des Flirtens einem zarten Ballett. Dieser Tanz wurde nicht nur von sehnsüchtigen Blicken oder heimlich gestohlenen Blicken choreografiert, sondern von einer komplexen Sprache unausgesprochener Regeln, komplizierter als die Hieroglyphen des alten Ägyptens. Oh ja, das viktorianische England war nicht nur eine Epoche. Es war eine Bühne, auf der das Drama der Liebe sich entfaltete, gebunden durch die eisernen Ketten der Etikette und des Anstands. Betrachten Sie zum Beispiel das trägen Schwenken eines Damenfächers. Obwohl es wie ein einfaches Instrument erscheinen mag, um die Hitze abzuwehren, war seine Bewegung mit Bedeutung beladen. Im Jahr 1844 veröffentlichte das Magazin La Belle Assemblée einen kompletten Phrenology-Führer, ein wahres Wörterbuch der Gesten, wie zum Beispiel das schnelle Fächeln, das das Desinteresse einer Dame signalisiert, oder ein geschlossener Fächer, der auf die Augen gerichtet ist, um zu sagen, es tut mir leid. Der Tanz des Fächers war so nuanciert, dass er sein eigenes Lexikon erforderte. Es war, als ob jedes Flattern ein Morse-Code war, der eine Vielzahl von Emotionen, Begehren, Verachtung oder reines Desinteresse vom Halter an den Beobachter übermittelte. Derweil hatte der Gentleman seine eigene Reihe von choreografierten Bewegungen. Seine Verbeugung war nicht nur ein Bücken, es war eine hochkalibrierte Geste, die Bände sprach. Eine flache Verbeugung könnte eine bloße Bekanntschaft bedeuten, während eine tiefere, anhaltendere Verbeugung größeren Respekt oder Interesse signalisierte. Ein Mann sollte sich nicht aus den Fenstern seines Clubs verbeugen, schrieb Cecil B. Hartley in Das Buch der Etikette und Anleitung zur Höflichkeit für den Gentleman im Jahr 1873. Diese scharfsinnige Beobachtung war nicht nur eine Übung in Belanglosigkeiten. Sie zeigte, wie sogar der Kontext einer Geste seine Bedeutung drastisch verändern konnte. So streng waren diese Regeln, dass Schriftsteller wie Emily Thornwell, Autorin von Der Leitfaden zur perfekten Anständigkeit für Damen, junge Frauen ermahnten, ihren Ruf durch ein umfassendes Verständnis gesellschaftlicher Codes zu schützen. Eine Dame sah nie zurück, nachdem sie einen Gentleman auf der Straße passiert hatte, und Gott bewahre, wenn sie eine Verbeugung ohne Vorstellung erwiderte. Das wäre so skandalös wie Elizabeth Bennets schlammige Unterwäsche in Jane Austens Stolz und Vorurteil. Jenseits der persönlichen Gesten gab es auch die öffentlich diktierten, oft in hochkarätigen Brautwerbungen gesehen. Als Prinz Albert 1839 England besuchte, um Königin Victoria den Hof zu machen, wurden die Feinheiten ihrer Interaktionen in Victorias Tagebuch festgehalten, heute ein Schatz für Historiker und Romantiker gleichermaßen. Die Königin bemerkte, wie jede Bewegung Alberts, von seinen Verbeugungen bis zu seiner Art Tee zu nehmen, mit makelloser Anmut und Respekt ausgeführt wurde. Selbst ihr erstes Händchenhalten, so Victoria, wurde in der festgelegten Form ausgeführt. Bei all dieser strengen Förmlichkeit fragen Sie sich vielleicht, wie echte Emotionen jemals vermittelt wurden. Diese Frage wurde vielleicht am besten von Oscar Wilde, dem Meister des viktorianischen Witzes, beantwortet, der erklärte, Illusion ist das erste aller Vergnügen. Während wir diese aufwendigen Gesten und Protokolle vielleicht als bloße Kunstgriffe abtun, bildeten sie die romantischen Illusionen, die das eintönige Alltagsleben der viktorianischen Elite würzten. Jeder Fächerflick oder jede Anpassung eines Kragens war ein Wort in einem Liebesgedicht, jede Verbeugung eine Strophe in einem romantischen Sonett. Flüstern in Blüten, das florale Lexikon verbotener Sehnsüchte in viktorianischer Zeit. In einer Epoche, in der Anstand höher geschätzt wurde als Leidenschaft und Tugend, mehr wog als bloßes Gefühl,
fanden die Viktorianer genial einen Weg, die strengen gesellschaftlichen Codes zu umgehen, die offene Ausdrücke des Begehrens unterdrückten. Es war nicht im Bereich der Sprache oder sogar in geheimen Botschaften, dass diese Emotionen ihren stärksten Ausdruck fanden, sondern in der unschuldigen Schönheit des Gartens. Ja, in der Welt von Korsetts und Krawatten wurde die Blume zum unbesungenen Helden heimlicher Liebe, dem Boten von Emotionen, die ihre Namen nicht aussprechen durften. Nehmen Sie zum Beispiel das bescheidene Veilchen. Was könnte unscheinbarer sein als diese schüchterne Blume, die in den schattigen Ecken des Waldes tiefviolett errötet? Doch in viktorianischem England, jemandem ein Veilchen zu schicken, bedeutete ihm leise ins Ohr zu flüstern: Ich werde immer treu sein. Die Blumensprache war so kodifiziert, dass ganze Bücher, bekannt als Floriographien, zum Thema verfasst wurden. Eines der berühmtesten, die Sprache der Blumen, wurde von Charlotte de la Tour im 1819 geschrieben. Es fand seinen Weg von Frankreich nach England und wurde zu einer gesellschaftlichen Sensation, Pflichtlektüre für jeden jungen Mann oder jede junge Frau, die in den Künsten heimlicher Kommunikation bewandert waren. Lady Mary Wortley Montagu, eine englische Aristokratin, wird oft zugeschrieben, das Konzept der floralen Sprache im frühen 18. Jahrhundert von der Türkei nach England gebracht zu haben. Es war weit entfernt von den leidenschaftlichen Schreibereien von Lord Byron, aber nicht weniger eindrucksvoll. Tatsächlich ist bekannt, dass Königin Victoria selbst während ihrer Verlobungszeit mit Prinz Albert Tussi-Mussis, kleine Blumensträuße in Spitze oder Seide gewickelt, ausgetauscht hat. Als Albert Orchideen schickte, sagte er, dass seine Liebe zu Victoria so selten sei wie die Blüten selbst. Und als Victoria einen Strauß zurücksendete, der mit roten Chrysanthemen gespickt war, deutete sie ihre Zuneigung an, ohne ein Wort zu sagen. Während Blumen wie rote Rosen allgemein als Symbol der Liebe verstanden wurden, konnte die Hinzufügung eines Farns die Botschaft plötzlich von einer Liebe zu einer von Aufrichtigkeit verändern. Hier gab es eine Schattensprache, die unter den Blüten und zwischen den Blättern lauerte, die einer scheinbar einfachen Blumenstrauß Schichten von Komplexität hinzufügen konnte. Im 19. Jahrhundert schlossen sich sogar Zeitungen und Zeitschriften dem floralen Treiben an und boten Ratgeberkolumnen an, wie man diese botanischen Rätsel interpretieren kann. Eine 1840 Ausgabe von »The Mirror of Literature, Amusement and Instruction« zeigte eine Aufschlüsselung der versteckten Bedeutungen hinter populären Blumen, die effektiv die Öffentlichkeit lehrte, diesen geheimen Dialekt zu sprechen. Betrachten Sie die gelbe Akazie. Es war nicht nur ein Farbklecks, es war ein Freundschaftsversprechen. Efeu stand für Treue und ein Rosmarinzweig symbolisierte Erinnerung. Wenn diese zusammen gepaart wurden, verwandelte sich die Botschaft in eine poetische Erklärung, fast wie ein Haiku, geschrieben in Laub. Doch es waren nicht alles Rosen und Gänseblümchen. Einige Blumen trugen negative Konnotationen. Ein gestreiftes Nelken zum Beispiel war eine höfliche Art, eine Annäherung abzulehnen, und gelbe Lilien symbolisierten Falschheit. In einer Gesellschaft, in der viele Gefühle hinter vergitterten Fenstern der Formalität verschlossen waren, wurde der Blumengarten zu einem offenen Feld des Ausdrucks. Durch das Geschenk eines sorgfältig gefertigten Blumenstraußes konnten die Viktorianer die stürmischen Gewässer von Liebe und Freundschaft navigieren, ohne das Risiko eines gesellschaftlichen Schiffbruchs. Tintenherzen, die Feder, das Pergament und die viktorianische Kunst in Worten zu werben. In einer Welt, in der ein Blick als zu direkt betrachtet werden könnte und eine Berührung ein riskantes Unterfangen war, entdeckten die Viktorianer ein anderes Schlachtfeld für ihre romantischen Scharmützel, die geschriebene Seite. Hier fanden Emotionen, die zu stark für bloße Gespräche waren, ihren Ausdruck, enthüllt in Tinte und versteckt zwischen eleganten Schleifen der Schreibschrift. Der Brief wurde zur Leinwand, auf der die Liebe gemalt wurde, nicht in hastigen Pinselstrichen, sondern in kalkulierten poetischen Zeilen, die sich an die strengen Standards der Epoche in Bezug auf Anstand hielten. Obwohl wir vielleicht an Elizabeth Barrett und Robert Browning als Ausnahmen denken, war ihre briefliche Romanze in vielerlei Hinsicht ein Spiegelbild ihrer Zeit. Tatsächlich kam der Begriff Penny Post im Jahr 1840 in Mode, dank der Einführung der Uniform Penny Post, die es fast jedem ermöglichte, einen Brief für nur einen Penny zu verschicken. Und oh, was für Briefe das waren! Lady Elizabeth Scott
riet jungen Frauen in den frühen 1850ern in ihrem Handbuch Der höfliche Briefeschreiber, dass sie Offenheit mit Vorsicht ausbalancieren sollten. Während eine Dame ihre Gefühle bekennen könnte, sollte sie niemals so unklug sein, etwas zu schreiben, das einen Skandal auslösen könnte, wenn der Brief laut vorgelesen würde. Diese Werbebriefe begannen oft mit dem, was wir als übertriebene Förmlichkeiten betrachten könnten, wie meine liebste Miss oder geehrter Herr, und flossen in komplexe Sätze über, die ein Drahtseilakt zwischen Erklärung und Diskretion waren. Phrasen wie »Ich fühle mich unwiderstehlich zu Ihrer Gesellschaft hingezogen« oder »Ihre Abwesenheit wirft einen Schatten auf meine Tage« waren die viktorianischen Entsprechungen des heutigen lockeren »Ich kann nicht aufhören, an dich zu denken«. Inmitten dieser Briefschreibtrends wurden einige Individuen zu Berühmtheiten in ihrer eigenen Recht. Ihre amorösen Austausche standen als Zeugnis für die Romantik der Zeit. Nehmen Sie John Ruskin, den berühmten viktorianischen Kunstkritiker. Seine zahlreichen Briefe an seine Frau, Effie Gray, sind ein Wandteppich aus romantischer, wenn auch etwas idealisierter, Liebe. Doch diese Briefe waren nicht die Retter ihrer problematischen Ehe. Sie hoben lediglich die Diskrepanz zwischen der Romantik von Feder und Tinte und den Komplexitäten der realen Welt hervor. Selbst die alltäglichste Korrespondenz konnte plötzlich durch die Praxis des Briefverschlusses, einer Methode, Briefe so kompliziert zu falten, dass sie zu ihren eigenen Umschlägen wurden, zu einem Schatz romantischer Möglichkeiten werden. Diese Falten könnten so komplex wie Origami sein, jede Falte und jeder Tuck ein Schutz gegen neugierige Blicke. Schließlich war in einer Gesellschaft, in der sogar der Empfang eines Briefes Gegenstand von Prüfungen sein konnte, die Fähigkeit, seine Gefühle privat zu halten, von größter Wichtigkeit. Bücher wie »Wie man Briefe schreibt« von J. Willis Westlake, veröffentlicht im Jahr 1876, boten nicht nur Vorlagen für verschiedene Arten von Briefen, einschließlich der romantischen Art, sondern auch detaillierte Richtlinien zur Tintenfarbe, zur Qualität des Papiers und sogar zur akzeptablen Schreibschrift. Ein Tintenfleck oder ein Schmierfleck könnten als Zeichen emotionaler Turbulenzen oder einfacher Nachlässigkeit interpretiert werden. Eines davon könnte gegen den Absender in der starren Welt der viktorianischen sozialen Sitten sprechen. Der Walzer der Sehnsucht, Tanzkarten und die Choreografie der viktorianischen Werbung. In den großen Ballsälen des viktorianischen Englands, wo glitzernde Kronleuchter mit den schimmernden Kleidern der Debütantinnen konkurrierten, flatterten Tanzkarten wie die Flügel gesellschaftlicher Schmetterlinge. Diese scheinbar harmlosen Büchlein, oft kunstvoll verziert und mit einem Bleistift versehen, waren die physische Manifestation einer komplexen sozialen Choreografie, die selbst die kompliziertesten Tanzschritte in den Schatten stellte. Jeder eingetragene Name war nicht nur ein Tanzpartner für den Abend, sondern ein flüchtiger, aber potenziell lebensverändernder sozialer Vertrag. Jane Austen mag den britischen Ballsaal im 19. Jahrhundert zum Leben erweckt haben, doch in der viktorianischen Zeit wurden die Regeln zu einer Kunst der strategischen Interaktion verfeinert. Eine Tanzkarte einer Frau war ihr Schatz für den Abend. Jede leere Zeile war eine unbeschriebene Leinwand, die darauf wartete, mit Möglichkeiten gefüllt zu werden. Einen Platz auf dieser heiligen Liste zu bekommen, war wie im Lotto zu gewinnen, aber mit höheren Einsätzen, Heirat, Status oder zumindest einen glänzenden Ruf. Die Historikerin Anne Chisholm sagte einmal, auf Tanzveranstaltungen konnten unverheiratete Frauen sich nicht unverheirateten Männern nähern, was die entscheidende Rolle der Tanzkarten BI, der Vermittlung von Kontakten, unterstrich. Der Ball war eine Bühne und wie bei jeder Aufführung war die Vorbereitung der Schlüssel. Junge Frauen hätten Ratschläge von Etikettehandbüchern wie »Manieren und soziale Gebräuche« von Frau John Sherwood, veröffentlicht im 1887, darüber erhalten, wie sie sich bei diesen Veranstaltungen verhalten sollten. Und das Verhalten zählte. Ein schlecht gewählter Tanzpartner konnte sozialen Untergang bedeuten. Eine Tatsache, die durch die damals populäre Redensart »Ein Mann ist bekannt durch seine Tänze« unterstrichen wurde. Im Wesentlichen waren die auf der Tanzkarte getroffenen Entscheidungen sowohl eine Erklärung sozialer Ambitionen als auch eine Karte sozialer Netzwerke. Sogar Königin Victoria, bevor sie den Thron bestieg, war den Machenschaften der Tanzkarte ausgesetzt. Ihr eigener Cousin, Prinz Albert von Sachsen-Coburg und Gotha, soll bei einem Ball im 1839 sorgfältig seine Verpflichtungen auf ihrer Karte notiert haben. In einer Welt,
In der die Werbeprotokolle in der eisernen Tinte sozialer Regeln festgelegt waren, war die Tanzkarte ein Pergament der Möglichkeit. Die Tatsache, dass Victorias eigene Tanzkarte von einem Staatsball im 1856 in den königlichen Sammlungen erhalten ist, spricht Bände über die Bedeutung dieses Rituals. Die Nuancen waren zahlreich. Ein Walzer war weit intimer als eine Quadrille, und für den letzten Tanz ausgewählt zu werden, war oft ein Zeichen besonderen Interesses. Männer sicherten sich manchmal schon weit im Voraus einen Tanz und sandten damit eine Botschaft sowohl an die Frau als auch an ihre Konkurrenten. Die Sprache darum war so subtil wie der gesellschaftliche Tanz selbst. Nach der Karte einer Dame zu fragen war, als würde man um einen Moment ihrer Zeit bitten. Eine kostbare Ware in einer Gesellschaft, in der Zeit und Aufmerksamkeit in sorgfältig abgewogenen Portionen vergeben wurden. Männer wie Charles Darwin, der nicht nur für seine genauen Beobachtungen von Galapagos-Finken, sondern auch von menschlichem Verhalten bekannt war, meinte, die Kräftigen, die Gesunden und die Glücklichen überleben und vermehren sich. Und die Tanzfläche war in der Tat ein Überleben des Tüchtigsten, wenn auch im Bereich der sozialen Fertigkeiten. Ein Freier, der nicht tanzen konnte, war wie ein Soldat, der nicht schießen konnte, einer unerlässlichen Fähigkeit im Theater der Werbung beraubt. Sonnenfinsternisse des Herzens. Die kosmischen Ausrichtungen der viktorianischen Liebe bei Tees, Bällen und Salons. Das viktorianische Zeitalter, eine Konstellation von Bräuchen und Korsetts, bei der die Liebe oft weniger eine Frage des Herzens war als eine planetarische Ausrichtung sozialer Bahnen. So sehr wir uns auch über die astronomischen Phänomene am Himmel wundern, die Viktorianer waren von einer anderen Art kosmischem Ereignis fasziniert, dem gesellschaftlichen Treffen. Ob es nun Nachmittagstees, große Bälle oder zwanglose Besuche waren. Jeder Rahmen war ein Himmelskörper, der seine Schwerkraft in der Galaxie des Werbens ausübte. In den sanft beleuchteten Salons wohlhabender Haushalte, zwischen dem Ticken großer Uhren und dem Duft frischer Blumen, wurde der Nachmittagstee zu einer Art Sonnenfinsternis. Hier traf die Sonne männlicher Ambition auf den Mond weiblicher Anziehungskraft. Inspiriert von Anna, der Herzogin von Bedford, die in den späten 1830ern begann, einen Mittagsschein zu sich zu nehmen, um ihren Hunger zu stillen, verwandelte sich diese bescheidene Mahlzeit in eine Arena der Liebe. Während das britische Reich Kontinente umspannte, war das Reich der Romantik oft nur ein kleines Zeichenzimmer, in dem junge Damen Darjeeling nippten und junge Herren darüber nachdachten, wie sie Emotionen ebenso geschickt wecken könnten, wie sie ihre Tassen rührten. Die Kulisse war so bedeutend, dass Etikettebücher wie Isabella Beatons Buch des Haushaltsmanagements Seiten für das richtige Verhalten und die passende Kleidung für solche Anlässe widmeten. Wenn der Nachmittagstee eine Sonnenfinsternis war, dann war der Ball sicherlich ein Komet, ein schillerndes Ereignis, das gerade oft genug auftauchte, um Staunen und Aufregung hervorzurufen. Hier konnte man ein Tableau von Verlangen und Ambition, gekleidet in Krinoline und Frack, beobachten. Selbst Leuchten wie Charles Dickens waren nicht immun. Tatsächlich veranstaltete Dickens im Jahr 1845 einen Kostümball, bei dem sich Londons Elite in exotischen Kostümen versammelte und zum Gesprächsthema der Stadt wurde. Während der Adel bei diesen großen Veranstaltungen wirbelte, bot das Aufkommen von öffentlichen Abonnementbällen in den 1810ern einen Raum für die aufstrebende Mittelschicht, um ihre Vorbilder zu emulieren. Jeder Ball war ein Himmel, erleuchtet von den Konstellationen des britischen Adels, und die Tanzkarten waren eine Form der Himmelsnavigation. Sie wiesen den Weg zu möglichen Bündnissen und Allianzen. Natürlich bestand das Universum des viktorianischen Werbens nicht nur aus großen Spektakeln. Manchmal bestand es aus kleineren Sternen, die leise, aber bedeutungsvoll funkelten. Zwanglose Besuche, oft als Anrufe bezeichnet, waren solche ruhigen, aber mächtigen Treffen. Im späten 19. Jahrhundert besuchten Männer während der festgelegten Zuhausestunden das Haus einer Frau, sorgfältig vermerkt in Büchern wie »Etikette für Damen«, veröffentlicht im Jahr 1838. Das viktorianische Zeichenzimmer, eingerichtet mit dunklem Holz und schweren Vorhängen, war ein Miniaturuniversum, in dem zwei Personen die Bahnen des anderen leise studieren konnten. Und oft war es während dieser Besuche, dass Männer ihre Visitenkarten, buchstäblich kleine Karten mit ihren Namen darauf graviert, in einem Damenfoyer hinterließen, als Symbol ihrer Wertschätzung.
Das Faszinierende daran war, wie nahtlos diese verschiedenen sozialen Einstellungen miteinander verbunden waren, wie ein gut gezeichneter Sternenhimmel. Ein Paar konnte sich auf einem Ball treffen, ihre Bekanntschaft über mehrere Nachmittagstees vertiefen und die Beziehung durch eine Reihe von Besuchen offiziell machen. Oscar Wilde bemerkte treffend: In wichtigen Angelegenheiten ist der Stil, nicht die Aufrichtigkeit, das Wesentliche. Und in der viktorianischen Zeit waren diese sozialen Einstellungen sehr wohl wichtige Angelegenheiten, jede mit ihrem eigenen komplizierten Stil und ihrer kodierten Sprache. Von Ringen zu Reichtum. Die Alchemie von Liebe und Gold bei viktorianischen Verlobungen. In den von Schatten durchzogenen Theatern viktorianischer Romantik, in denen jeder Blick und jede Geste das Gewicht eines Monologs hatte, war der Akt der Verlobung das Crescendo, das das Haus zum Einsturz brachte. Dies war nicht nur ein Versprechen von Herzen, es war ein vertragliches Labyrinth, ein bindender Zauber, geschrieben in Tinte, Gold und sozialem Prestige. Der Diamantring, oft ein funkelnder Solitär, war das visuelle Symbol dieser Alchemie in der Liebe oder zumindest das Versprechen davon, in soziales Kapital umgewandelt wurde. Doch bevor dieser Ring seinen Platz am Finger einer Dame finden konnte, musste eine Reihe von komplizierten Ritualen stattfinden. Beginnen wir mit der Mitgift, jenem Tresor finanzieller und materieller Vermögenswerte, den eine Frau in die Ehe einbrachte. Mitgiften waren keine Kleinigkeit. Sie waren der Anteil einer Frau am Vermögen ihrer Familie, sorgfältig verhandelt und eifrig geschützt. Die Mitgift war nicht nur ein Sicherheitsnetz, sie war ein unverzichtbarer Verhandlungschip auf dem Heiratsmarkt. Dies wird eloquent in den Tagebüchern von Samuel Pepys festgehalten, der im 17. Jahrhundert, lange vor dem viktorianischen Boom, die beträchtlichen Mitgiften potenzieller Bräute als einen wichtigen Indikator für deren Begehrenswertigkeit notierte. Im viktorianischen Zeitalter hatten sich Mitgiften zu komplexen Arrangements entwickelt, oft mit Grundbesitz und jährlichen Einkommen, sorgfältig in Eheverträgen detailliert. Die Vorlaufzeit zur Verlobung war ein eigener Tanz, eine choreografierte Abfolge von Anrufen, Briefen und subtilen Verhandlungen. Nehmen Sie zum Beispiel die Verlobung von Königin Victoria mit Prinz Albert. Victoria, ermächtigt durch ihr königliches Vorrecht, ging den unkonventionellen Schritt, im 1839 Albert selbst den Heiratsantrag zu machen. Weit entfernt von dem öffentlichen Spektakel großer Bälle, war ihr Antrag eine private, intime Angelegenheit, die sich in der Abgeschiedenheit von Windsor Castle abspielte und einen königlichen Präzedenzfall für Verlobungen schuf, die sowohl großartig als auch persönlich waren. Sobald die Bedingungen vereinbart waren und die väterliche Zustimmung eingeholt wurde, die in vielen Fällen nicht nur eine Formalität, sondern eine rechtliche Notwendigkeit war, war die Verlobung bereit für ihr großes Debüt. Ankündigungen in den Zeitungen wie The Times oder dem Morning Post wurden zu den Tweets des viktorianischen Zeitalters und katapultierten das Paar ins Rampenlicht. Jede Mitteilung war eine Schlagzeile in den Chroniken der Gesellschaft, ein Zeichen dafür, dass die beteiligten Personen in eine neue soziale Umlaufbahn aufgestiegen waren. Ach, aber was ist mit dem Ring? Glauben Sie es oder nicht, der Diamantverlobungsring war nicht der universelle Standard, den wir heute kennen. Königin Victoria selbst erhielt von Prinz Albert einen Schlangenring, eine ungewöhnliche Wahl, die mit symbolischer Bedeutung aufgeladen war. Die Schlange war schließlich ein altes Symbol für die Ewigkeit. Erst gegen Ende des 19. Jahrhunderts, unterstützt durch die Entdeckung riesiger Diamantenminen in Südafrika und einige clevere Marketingstrategien, wurden Diamanten zum Synonym für ewige Liebe. Die offizielle Verlobungszeremonie, manchmal ein kleines Festmahl oder Mittagessen im engsten Familienkreis, besiegelte den offiziellen Status der Verlobung. Dieses Ereignis wurde gelegentlich durch den Austausch von mehr als nur Ringen gekennzeichnet. Familienerbstücke, Gebetbücher oder Medaillons mit dem Porträt eines Geliebten würden als greifbare Siegel der gemachten Versprechen zirkulieren. Das viktorianische Zeitalter mit seiner Vorliebe für Symbolik verlieh diesen Gegenständen oft Bedeutung, wodurch die ausgetauschten Gelübde weiter geheiligt wurden. Getuschte Leidenschaften, die Taschenbuchhelden und Heldinnen, die die viktorianische Liebe verfassten. Es war einmal in viktorianischer Zeit, als Korsetts ebenso eng geschnürt waren wie soziale Normen. Literatur spielte die Hauptrolle bei der Gestaltung der romantischen Fantasien einer Epoche.
In den Salons, Kutschenfahrten und mondscheinbeleuchteten Gärten, in denen die Liebe verfasst wurde, vermischte sich oft die Tinte der Schriftsteller mit dem Rouge errötender Wangen. Jane Austens Schriften, obwohl sie der viktorianischen Epoche leicht vorausgingen, hinterließen einen unauslöschlichen Eindruck. Mit ihrer Parade von charmanten Verehrern und willensstarken Frauen lieferte Austen einen Bauplan für eine vornehme romantische Komödie, deren Erzählungen in den Salons junger Frauen widerhallten, die ihre Romane unter ihrer Stickerei versteckten. Dann traten die Bronte-Schwestern auf den Plan, jede mit ihrem eigenen besonderen Zaubertrank der Romantik. Charlotte schenkte uns Mr. Rochester, den byronischen Antihelden mit dem geheimnisvollen Dachboden, der den Geist des Charakters verrückt, böse und gefährlich zu kennen einfing, den Lord Byron Jahrzehnte zuvor inspiriert hatte. Emily Brontes Sturmhöhe, veröffentlicht im Jahr 1847, enthüllte einen noch dunkleren Schatten der Liebe, eine heimsuchende, obsessive Leidenschaft, verkörpert von Heathcliff und Cathy, die weit entfernt war von den zarten Hofmachereien in Austens Welt. Diese Geschichten waren nicht nur einfache Ablenkungen, sie waren ebenso lehrreich wie verführerisch. Zeilen aus diesen Romanen fanden oft ihren Weg in die Liebesbriefe der Zeit und unterstrichen, wie eng Fiktion und reales Liebesleben miteinander verflochten waren. Doch die Liebe in der viktorianischen Literatur war niemals ein monolithisches Konzept. Nehmen Sie George Eliots Middlemarch, das erstmals im Jahr 1871 serialisiert wurde. Es verschonte nicht in der Darstellung der erdrückenden Wirkung einer unklugen Ehe auf die Heldin des Romans, Dorothea Brooke. Eliots realistische Darstellung einer komplexen Welt, in der die Liebe nicht alles besiegt, war eine warnende Geschichte, die tief in der viktorianischen Gesellschaft nachhallte. Sie konnte als eine soziale Kommentierung gesehen werden, die Frauen warnte, dass romantische Illusionen in häuslicher Enttäuschung enden könnten. Dieser Strang des literarischen Realismus wich von der Fantasie ab, war aber ebenso einflussreich in der Formung gesellschaftlicher Einstellungen zu Liebe und Ehe. Natürlich waren es nicht nur die Werke englischer Romanautoren, die das viktorianische Herz zum Flattern brachten. Jenseits des Kanals schockierte und fesselte der französische Schriftsteller Gustave Flaubert die Leser mit Madame Bovary im Jahr 1857. Emma Bovary, mit ihrer endlosen Suche nach romantischen Eskapaden als Gegenmittel gegen provinzielle Monotonie, wurde zu einer warnenden Geschichte darüber, wie man sich nicht von Fiktion die eigenen Ideale von Liebe und Leidenschaft diktieren lassen sollte. Es war die umgekehrte Muse, eine durch die Seiten geflüsterte Warnung davor, zu erwarten, dass das Leben die Kunst nachahmt. Um das Drama noch zu steigern, waren serialisierte Romane der letzte Schrei, jede Fortsetzung wurde sehnsüchtig erwartet. Figuren wie Dickens Estella in Große Erwartungen, veröffentlicht im serialisierten Format zwischen 1860 und 1861, eroberten die öffentliche Vorstellungskraft Kapitel für Kapitel. London summte vor Spekulationen, würde sie oder würde sie nicht am Ende mit Pip zusammenkommen. Die emotionale Investition in diese fiktiven Romanzen rivalisierte mit dem Klatsch über echte Liebschaften und Verlobungen. Auch die Poesie, diese verehrte Form des literarischen Ausdrucks, blieb nicht zurück in der Formung des viktorianischen Ethos der Liebe. Elizabeth Barrett Brownings Sonnets from the Portuguese, eine Sammlung, die im Jahr 1850 erschien, trug Sätze wie »Wie sehr liebe ich dich, lass mich die Wege zählen« zum viktorianischen romantischen Wortschatz B. Diese Sonette, inspiriert von ihrer Liebe zu dem Dichterkollegen Robert Browning, hoben die Vorstellung von romantischer Liebe in eine Form der spirituellen Hingabe, die tief in einer Gesellschaft nachhallte, die zwischen Religiosität und Romantik gespannt war. So war in der verschlungenen Landschaft der viktorianischen Liebe, Hofmacherei und Ehe die Literatur sowohl der Kompass als auch die Karte, der Traum und die warnende Geschichte. Es war die Tinte, mit der Liebesbriefe geschrieben wurden, das Geflüster hinter gestohlenen Blicken und die Vorstellungskraft, die Ballsäle sowohl mit Schrecken als auch mit Freude füllte. Geflüster im Salon, die unaussprechliche Anziehungskraft und Zensur viktorianischer Begierden. In einer Epoche, in der das Drehen eines Knöchels mehr Erregung hervorrufen konnte als die heutige explizite Sprache, navigierten die Viktorianer durch ein komplexes Labyrinth moralischer Codes und Tabus,
die jeden Aspekt ihres Lebens berührten, nicht zuletzt ihre romantischen Bestrebungen. Es ist ein verwirrendes Paradoxon zu bedenken. Königin Victoria selbst war eine leidenschaftlich verliebte Frau, die dampfende Liebesbriefe an Prinz Albert schrieb, während ihre Ära in einem Nebel emotionaler Hemmung verhüllt blieb. Oder war es nicht so sehr Unterdrückung, als vielmehr Sublimation, diese unheimliche Fähigkeit, rohe Instinkte hinter dem Schleier von Manieren und Sitten zu verbergen? Selbst als Anthony Trollope die komplexen sozialen Netze auf dem englischen Land beschrieb und Thomas Hardy die manchmal tragischen Ergebnisse der Liebe in einer starren Gesellschaft darstellte, war die Welt außerhalb dieser Romane ebenso von unausgesprochenen Regeln geprägt. Nehmen Sie zum Beispiel die Contagious Diseases Acts aus den 1860er Jahren, die vorgeblich darauf abzielten, Geschlechtskrankheiten in den Streitkräften einzudämmen, aber zur unglücklichen moralischen Überwachung von Frauen führten. Oder betrachten Sie den berühmten Prozess von Oscar Wilde im 1895er Jahr, dessen Beziehungen zu Männern zu seiner Inhaftierung wegen grober Unzucht führten. Sein Unglück beleuchtete eindringlich die strengen Einschränkungen des intimen Verhaltens und der Orientierung und bereitete den Weg für die öffentliche Beschämung von allem, was vom geraden und schmalen Weg der viktorianischen Achtbarkeit abwich. Aber jenseits der ehrwürdigen Justizflure war das alltägliche Leben eines viktorianischen Werbers ebenso von gesellschaftlichen Normen beeinflusst. Nehmen Sie zum Beispiel die ritualisierten Besuchszeiten, bei denen ein Mann das Haus einer Frau besuchte, um sich zu unterhalten und vielleicht etwas Klaviermusik zu hören, alles unter dem wachsamen Auge einer Anstandsdame. Die bloße Tatsache, dass ein Mann und eine Frau alleine zusammen waren, reichte oft aus, um die Augenbrauen zu heben. Und Gott bewahre, dass sie sich berühren sollten. Selbst die Kunst des Flirtens war mit einem Gefühl von moralischem Anstand durchzogen. Ein Mann würde es nicht wagen, den Blick einer Dame zu lange zu halten, aus Angst, dass es als anzüglicher Vorstoß interpretiert werden könnte. Und eine Frau, oh, eine Frau musste der Inbegriff der Tugend sein, ihr Ruf war ihr kostbarster Besitz. Doch innerhalb dieser engen Parameter tat die menschliche Natur das, was sie am besten kann. Sie fand Schlupflöcher. Die Sprache der Blumen kam ins Spiel, als eine Form stiller, aber zutiefst ausdrucksstarker Kommunikation zwischen Liebenden. Feinheiten wie die Wahl der Handschuhfarbe oder die Art und Weise, wie ein Fächer gehalten wurde, konnten Botschaften vermitteln, die Worte nicht auszusprechen wagten. Selbst die Literatur wurde zu einem Mittel, das Unaussprechliche auszudrücken. Die Sensation-Romane der Ära, wie Wilkie Collins' »Die Frau in Weiß« oder Mary Elizabeth Braddons »Lady Audley's Geheimnis«, erforschten Tabuthemen wie Bigamie, Wahnsinn und Geschlechterrollen, wenn auch unter dem Deckmantel der Fiktion. Das viktorianische Zeitalter war auch eine Zeit der Geschlechtertrennung. Der Engel im Haus, eine idealisierte Vorstellung von Weiblichkeit, popularisiert durch Coventry Patmores Gedicht, stand im krassen Gegensatz zu den gefallenen Frauen, den gesellschaftlichen Ausgestoßenen, die oft Gegenstand sowohl von Mitleid als auch von Skandal waren. Und dann gab es die fast medizinische Hysterie um das weibliche Wesen, veranschaulicht durch den kuriosen Fall von Dr. Silas Weir Mitchell, der Ruhekuren für Frauen verschrieb, die zu viel emotionale oder intensive Leidenschaft zeigten, wodurch sie auf kindliche Abhängigkeit reduziert wurden. Romantische Rebellen, die unbesungenen Balladen der viktorianischen Gegenkulturliebe. In den gasbeleuchteten Ecken der viktorianischen Gesellschaft, jenseits von Reifrock und den strengen Protokollen des Salonflirts, lauerten andere, trübere Bereiche, in denen die Liebe ihre Unregelmäßigkeiten zur Schau stellte. In den verborgenen Gassen von Soho und in den verrauchten Höhlen von Limehouse nähten gesellschaftliche Außenseiter ihre eigenen bunten Wandteppiche aus Romantik und Verlangen. Dies waren nicht die zurückhaltenden Angelegenheiten, die in den Etiketteführern von Emily Post beschrieben wurden. Vielmehr waren es Liebesgeschichten, die in Kühnheit und Widerspruch mariniert waren, eingefangen in der respektlosen Tinte von Schriftstellern wie Baudelaire und De Quincey, die es wagten, das Verbotene und den Rand zu erkunden. Nehmen Sie zum Beispiel die Bohemians der präraffaelitischen Bruderschaft, eine Gruppe von Künstlern und Schriftstellern, die die akademischen Standards ihrer Zeit zugunsten einer sinnlicheren und lebendigeren Ästhetik ablehnten. Namen wie Dante Gabriel Rossetti und Elisabeth Sidal fallen einem ein.
Letztere, eine Hutmacherassistentin, wurde nicht nur zur Muse, sondern auch zur Künstlerin. Ihre Beziehung sprengte die Normen. Sidal, aus einem Arbeitermilieu, und Rossetti, Teil der kulturellen Elite, widersetzten sich sowohl in ihrem privaten als auch in ihrem beruflichen Leben den gesellschaftlichen Erwartungen. Sidal, oft als Ophelia oder Proserpina in Rossettis Werken dargestellt, war keine zarte viktorianische Dame, sondern eine komplexe Persönlichkeit, die durch ihre eigene Dichtung und Kunst Geschlechterrollen in Frage stellte. Doch die Bohemians waren nicht die einzigen in ihren romantischen Meutereien. Nehmen Sie die Molly Houses unterirdische Tavernen, in denen homosexuelle Männer sich in relativer Geheimhaltung treffen konnten. Während die Mehrheit der viktorianischen Gesellschaft solche Beziehungen mit Verachtung betrachtete und sie als Straftaten ansah, boten Molly Houses eine heimliche Bühne für Liebesaffären, die ihren Namen nicht aussprechen durften. Dort bildeten kodierte Sprache und Gesten, wie die Verwendung von grünen Nelken, die einzigartigen Etiketten einer Liebe, die den Status quo herausforderte. Oscar Wilde, mit seinem scharfen Witz und seinem tragischen Schicksal, wurde zum Symbol dieser Welt und verfasste Werke, die die subversiven Aspekte der Liebe sowohl kritisierten als auch romantisierten. Ebenso abweichend waren die Beziehungen, die in den intellektuellen Kreisen der Zeit geschmiedet wurden. Obwohl sie am besten als Ehefrau von Charles Dickens bekannt ist, war Catherine Dickens eine talentierte Schriftstellerin. Doch als sie aus der öffentlichen Gunst fiel, litt auch ihre Ehe und führte zu einer hochpublizierten Trennung im Jahr 1858. Es war ein Skandal, der dem goldenen Schein der viktorianischen Häuslichkeit eine dunkle Schicht hinzufügte und Risse in der Institution der Ehe selbst offenbarte. Andererseits waren Beziehungen zwischen verschiedenen Kulturen, obwohl selten darüber gesprochen, nicht ungewöhnlich, insbesondere in Hafenstädten, die von Einwanderern wimmelten. Die Ehe von Romanautorin Mary Seacole mit Edwin Horatio Hamilton. Seacole war ein eindrucksvolles Beispiel. Mary, jamaikanischer Abstammung, und Edwin, ein weißer schottischer Kaufmann, waren ein frühes Beispiel für eine Liebe, die keine Farbe kannte, zu einer Zeit, als solche Bündnisse mit Skepsis, wenn nicht gar offener Feindseligkeit, betrachtet wurden. Auch unter der Arbeiterklasse war die Werbung von Praktiken geprägt, die in der feinen Gesellschaft die Augenbrauen hochziehen würden. Angesichts der anstrengenden Arbeitszeiten und der begrenzten Freizeit waren Beziehungen oft stürmische Angelegenheiten, die hastig in seltenen freien Momenten geführt wurden. Liebhaber könnten Zeichen der Zuneigung nicht im Salon, sondern neben der Fließbandfertigung oder mitten im Lärm des öffentlichen Marktplatzes austauschen. Die Chroniken der Morgendämmerung, das Aufdecken des Schleiers der viktorianischen Ehe. Stellen Sie sich vor, wie die Sonne durch die kunstvollen Spitzenvorhänge eines viktorianischen Schlafzimmers bricht und goldene Strahlen über ein kunstvolles Mahagonibett streut, dessen Bettwäsche zart zerknittert ist. Für das frisch vermählte Paar, das gerade die erwartete und doch schwer fassbare Landschaft ihrer Hochzeitsnacht durchquert hat, bringt der Morgen ein komplexes Bouquet von Gefühlen mit sich, Erleichterung, vielleicht Erstaunen und, wenn sie Glück haben, Freude. Aber die Hochzeitsnacht war nicht nur ein Abend, der in den Schleier der Intimität gehüllt war. Es war ein Ritual, das von gesellschaftlichen Normen und wissenschaftlichen Fehlinformationen durchzogen war, und das seine Spuren tief in die Morgendämmerung der ehelichen Reise hinein hinterließ. Sarah Stickney Ellis, eine berühmte Schriftstellerin des 19. Jahrhunderts über weibliche Bildung und Manieren, beschrieb die ideale Ehefrau als eine, die eine Revolution im Haus ihres Mannes vollzieht. Doch ironischerweise waren viele Bräute schmerzlich unvorbereitet auf das, was diese Revolution bedeuten würde. Sie betraten die Kammer der Ehe, bewaffnet nur mit dem vagen Rat von Müttern und älteren Schwestern, die sie vor Pflichten und ehelichen Rechten warnten. Eine andere Art des Enthüllens stand kurz bevor, aber nicht ohne ihren Schleier viktorianischer Bescheidenheit. Kein Wunder also, dass Handbücher wie »Der private medizinische Begleiter der verheirateten Frau« von Dr. A.M. Morisot eine große Leserschaft bei Frauen fanden, die nach etwas Klarheit über die Geheimnisse des Ehelebens suchten. Die Hochzeitsnacht hatte in einer Ära, die die Reinheit einer Frau als ihr Kronjuwel verehrte, besonderes Gewicht. Bräute wie Prinzessin Alexandra von Dänemark, die im Jahr 1863 den Sohn von Königin Victoria,
Eduard den VII. Heiratete, standen unter enormem Druck. Ob königlich oder nicht, die blutbefleckten Laken wurden gelegentlich als Beweis für die Tugend einer Braut ausgestellt, eine Tradition, die heute noch in einigen Kulturen nachhallt. Auch für Männer war die Hochzeitsnacht ein Lackmustest ihrer Männlichkeit, angetrieben von der allgegenwärtigen viktorianischen Übermännlichkeit. Ein Versagen beim Vollbringen war nicht nur persönlich, sondern auch ein gesellschaftliches Debakel, das Klatsch und Spekulationen riskierte. Als das Tageslicht anbrach, waren das Paar, oft noch in einem Zustand peinlicher Nähe, bereits auf eine lebenslange Entdeckungsreise gegangen und man hofft auf gegenseitigen Respekt. Nicht nur waren sie nun unwiderruflich durch einen gesellschaftlichen Vertrag gebunden, sondern sie mussten auch die labyrinthartigen Regeln der viktorianischen Häuslichkeit navigieren, von den Morgenbesuchen bis zu den abendlichen Gesellschaften. Das Frühstück an diesem ersten Morgen setzte oft den Ton, vielleicht im Bett serviert als Zeichen der Muße oder im formellen Speisesaal, um die Routinen des täglichen Lebens zu etablieren. Viele Bräute, wie die Autorin Elizabeth Gaskells Charakter Margaret Hale in Nord und Süd, könnten auch vor der unmittelbaren Herausforderung eines neuen Zuhauses gestanden haben, in dem sie als Engel des Hauses regieren würden. Darüber hinaus könnte diese Morgendämmerung auch für die Frau Befürchtungen hinsichtlich einer möglichen Mutterschaft mit sich bringen. Schwangerschaft und Geburt waren in einer Ära, die die Grundlagen der reproduktiven Gesundheit noch nicht vollständig erfasst hatte, mit Gefahren verbunden. Persönlichkeiten wie Ignaz Semmelweis hatten begonnen, die Handhygiene während der Geburt zu fördern, aber die mütterlichen Sterblichkeitsraten blieben hoch. Eine viktorianische Braut, die über den Tag nachdachte, könnte über die Geschichten berühmter Frauen wie Mary Wollstonecraft nachdenken, die tragischerweise Tage nach der Geburt der zukünftigen Autorin Mary Shelley im Jahr 1797 starb. Die modischen Sonette, wie Korsetts und Zylinderhüte, die viktorianische Romantik webten. In den labyrinthartigen Straßen des viktorianischen Londons, wo Gaslampen wie Glühwürmchen gegen den kohlenstaubigen Himmel flackerten, war Mode mehr als bloße Kleidung. Es war ein in Stoff und Spitze genähtes Sonett, eine unausgesprochene Sprache der Sehnsucht und Schicklichkeit. An der Kreuzung von Grosvenor Square und Bond Street kreuzten sich Herren in gut geschnittenen Frackmänteln und Damen in Sanduhrkorsetts, wobei sich jeder schmerzlich bewusst war, dass ihre Kleiderwahl ihr romantisches Schicksal beeinflussen konnte. Stellen Sie sich für einen Moment die Szene im berühmten Kaufhaus Swan and Edgar in Piccadilly vor. Als eine junge Frau vorsichtig über die Schwelle trat, hallte das Echo von Kirchenglocken in der Ferne wieder. Dies war kein zwangloser Ausflug. Sie hatte die Absicht, ein Outfit für den prächtigsten Ball der Saison zu erwerben, ein Ort, an dem Blicke ausgetauscht und Herzen möglicherweise verbunden würden. Die komplizierte Stoffvielfalt, durch die sie sichtete, waren alle Sinnbilder von Tugend und Anziehung. Zarte Spitzen aus Frankreich flüsterten von Bescheidenheit, während leuchtende Seiden aus dem Orient von gewagtem Abenteuer kündeten. Jede Wahl war eine Strophe in ihrem romantischen Sonett, eine Ode an den Partner, nach dem sie sich sehnte. Jenseits der Themse, in den Hallen eines renommierten Herrenschneiders, war ein junger Mann ebenso vertieft in das komplexe Ritual der modischen Auswahl. Sein Zylinderhut, ein Symbol für Würde, musste mit chirurgischer Präzision ausgewählt werden. Männer der viktorianischen Zeit wie Charles Dickens und Oscar Wilde verstanden, dass ein Zylinder mehr als nur eine Kopfbedeckung war. Es war eine Krone, eine Manifestation der eigenen Identität. Nicht umsonst bemerkte Wilde einmal, eine gut gebundene Krawatte ist der erste ernsthafte Schritt im Leben. Aber übersehen wir nicht den Eckpfeiler der viktorianischen Damenmode, das Korsett. Dieses Gerüst aus Walbein und Spitze war nicht nur dazu gedacht, die weibliche Form zu übertrieben darzustellen. Es war eine regelrechte Festung der Weiblichkeit. Die engen Schnüre halten die Keuschheit einer Frau wider und symbolisierten die gesellschaftlichen Zwänge, denen sie entsprechen sollte. Interessanterweise tauchte in den 1850er Jahren die Käfigkrinoline auf und befreite die Frauen von mehreren Unterrockschichten. Einige, wie die Feministin Amelia Bloomer, sahen darin ein Tor zur Befreiung, obwohl der Mainstream es noch immer als Paradoxon ansah. Ein Kleidungsstück, das physische Beschränkungen lockerte, während es soziale anspannte. Auch auffällige Accessoires spielten ihre Rolle. Fächer waren beispielsweise mehr als nur Geräte, um einen Luftzug zu erzeugen.
Sie waren entscheidend für die Choreografie der Flirterei. Wenn eine Dame ihren Fächer langsam wedelte, könnte sie Desinteresse signalisieren, während schnelles Fächeln das Gegenteil suggerierte. Der Fächer war im Grunde ein in Satin und Spitze gefertigtes Signal, dessen nuancierte Bewegungen einen geheimen Code darstellten, den heiratsfähige Junggesellen zu entschlüsseln versuchten. Ein neugieriger Beobachter dieser Zeit, Thomas Hardy, webte Mode in seine Geschichten von verhängnisvoller Liebe und gesellschaftlicher Ungerechtigkeit ein. In »Weit entfernt von der Madding Crowd« symbolisierte Bathshebas rote Jacke sowohl ihre Anziehungskraft als auch ihre Ablehnung der monochromen Trivialität des ländlichen Englands, was sie für ihre drei verschiedenen Verehrer unwiderstehlich rätselhaft machte. Es war eine Erklärung ihrer Individualität, wie es alle Modeentscheidungen in dieser unterdrückten und dennoch emotional lebhaften Ära waren. Wenn sich der Vorhang über unseren Streifzug durch die labyrinthartigen Korridore des viktorianischen Werbens schließt, sind wir fasziniert von den Paradoxien eines Zeitalters. Einer Epoche, die zwischen Strenge und Rebellion schwankte, in der Liebesbriefe mit zitternden Händen und Schleiern der Diskretion geschrieben wurden, von den berühmten Romanzen von Königin Victoria und Prinz Albert bis zu den geheimen Liebschaften in Mollyhäusern, ist klar, dass die Viktorianer weit komplexer waren, als ihre gestärkten Kragen vermuten ließen. In den Worten von Oscar Wilde, dem Inbegriff des viktorianischen Paradoxons, das Wesen der Romantik ist die Unsicherheit. Inmitten von Korsetts und Visitenkarten, heimlichen Treffen und kerzenbeleuchteten Heiratsanträgen tanzten die Viktorianer vielleicht durch ein Labyrinth von Manieren, aber sie taten es mit Herzen, die vor Vorfreude, Hoffnungen und Ängsten pochten, genau wie die Liebenden jeder Ära. Lassen Sie uns also unsere Zylinderhüte abnehmen und unsere Sonnenschirme schwingen, während wir die sepia-getönten Rahmen der Vergangenheit verlassen, im Wissen, dass im großen Gewebe der Liebe jedes Zeitalter seine einzigartigen Muster näht. Doch der Stoff der Leidenschaft bleibt immer konstant, immer unergründlich. Bis wir uns wieder in einer anderen Geschichte vergangener Romantik treffen, sage ich Ihnen auf Wiedersehen.